So, da sind wir und weiter geht es mit der nächsten Runde. Wir sind immer noch hier auf Station 13 mit unserem neuen Begleiter. Und ich wollte mal kurz mal gucken, was es ja noch alles gibt. Das habe ich mir alles noch gar nicht angeschaut. Also, hier können wir noch mal einen anderen Archetyp wählen. Also hier. Also nicht jeden hier wird er angezeigt, den wir jetzt ausgewählt haben. So rum. Genau. Dann hat er noch so Fähigkeiten, Attribute. Teamwork, okay. Bester Freund. So, der Charakter von uns. Das sind vier Helfer. Starke Bindung. Okay. Das sind die Klamotten, die wir anhaben. Unser Cappy. Kappe des Trainers. Und hier haben wir noch diese Rüstung. Das war die andere Rüstung. Genau. Da kann man dann die Werte dann vergleichen. Rüstung ist alles okay. Dann haben wir hier die Stiefel. Die geben eine Rüstung mehr, aber 10 Gewicht auch, ne? Die sind 10 Kilo schwerer, sage ich mal. Bis minimalen Schutz. Kann man uns das leisten? Ah, jetzt haben wir 35 Gewicht. Okay. Und was haben wir hier noch? Kann man hier noch was ändern? Rüstung 6 weniger. Das brauchen wir nicht. Das sind unsere Waffen. Die Gloves. Okay, das ist noch im grünen Bereich. Sag ich mal. Da kann man hier nochmal. Okay, dann springt er darüber. Alles klar. War da noch was? Charakter, Inventar. Haben wir. Das haben wir gekriegt, ne? Okay. Verbrauchsgüter, Quests, Materialien. Okay, wir kommen langsam rein. Oh, genau, das sind die Eigenschaften. Das sind wohl. Genau, die langfristigen Skills, ne? Die bleiben dann dauerhaft, denke ich mal. Verringert erhalten und verursachten Schaden von Eigenbeschuss um 8%. Das ist Vitalität, erhöht die maximale Gesundheit um 3. Kondition, erhöht maximale Ausdauer um 3. Erhöht die Modi-Aufbaurate um 0% und verringert Fähigkeitsabklingungszeit um 6%. Okay, Vitalität, Blutsverwandtschaft. Machen wir erstmal. Das können wir gar nicht auswählen. Das können wir auswählen, Vitalität. Ah, hat das schon genommen. Jetzt haben wir den einen Punkt weggekriegt. Eigenschaftspunkte verfügbar 0 und eine gesammelte. Okay, dann haben wir das auch. Inventar. Eigenschaften übernehmen. Ja. Okay, Atlas ist übernommen. Ja. Warte. Ja. Wir sind Level 2 bei Vitalität. Die Karte. Okay. Alles klar. Das war der Schießstand. Wie Hast du findest du die Station? Ich kann es dir etwas schwerer machen, wenn du willst. Ja. Sei Okay. vorsichtig. Den haben wir geredet, dann Weiß gehen nur, wir. wem man da draußen vertrauen kann. Ja, das stimmt wohl. Das weiß man echt nicht. Was bist du denn für einer? Guten Tag. Entschuldige, Gesichter der Paxultec kann ich mir nicht so gut merken. Wer bist du? Oh, es ist neu. Ich dachte, ich hätte es schon einmal gesehen. Es ist ganz schön schwer, Paxultec auseinanderzuhalten. So ohne Hufen und Hörner. Ich bin Saiz Raktaduel. Mein Paxultec-Name ist Duell. Ich verkaufe Kristalle aus meiner Welt. Okay. Suchen einen Paxultec schneller, stärker,
und mächtiger. Alles klar. Sie helfen, Gegner zu besiegen. Und meine Preise sind recht fair. Nur jene, die es stärker machen werden als zuvor. Zeig mal her. Du kannst bei Ende die Welt und in den Stationen 13 neue Gegenstände wie Waffenmods, Bosswaffen, Rüstungen und vieles mehr herstellen. Für die Herstellung benötigst du neben Altmetall zusätzlich unterschiedliche Materialien. Okay, herstellen, was kann man denn hier machen? Rotes Reliquefragment. Okay. Reliktstaub brauchen wir dafür. Und Altmetall. Okay, Totenstille. Alter, was es alles gibt hier. Okay. Da kommen wir nochmal. Wenn wir irgendwie was haben. So, wir gucken mal weiter hier. Das steht nicht zur Diskussion, Clementine. Du bleibst. Das ist mein letztes Wort. Ich kann mich nicht erinnern, dich um Erlaubnis gebeten zu haben. Nicht in diesem Ton, junge Dame. Bitte? Ich bin 132 Jahre alt, falls du das vergessen hast. Und ich bin nicht dein Kind. Du hast keine Macht über mich. In diesem Fall schon. Diese Stadt braucht dich. Du kannst nicht einfach losziehen und nach etwas suchen, das vielleicht gar nicht existiert. Das sagt ja der Richtige. Was hast du denn in den letzten 100 Jahren getan, hä? Und was zur Hölle tust du jetzt? Nun, das ist etwas anderes. Ich versuche, die Dinge in Ordnung zu bringen. Dinge, die du zerstört hast, als du versucht hast, Gott zu spielen. Das war Haskard. Ich habe nur Befehle befolgt. Ich habe nicht, Oh, und deshalb ist es okay? Weißt du, wie viele Menschen gestorben sind, weil du nur Befehle befolgt hast? Natürlich weiß ich das. Denkst du nicht, dass ich mich daran jeden gottverdammten Tag erinnere? Ich versuche, die Dinge wieder gut zu machen. Ich ebenso. Du bist so verdammt scheinheilig fort. Wenn ich gehe, ist es meine Schuld. Aber du? Du hast die Welt nicht zerstört. Du bist nicht deinem Wunschturm gefolgt. Du hast nicht deine Familie über ein Dutzend Mal im Stich gelassen. Boah, die labern da einen weg, Kammer. Ich habe viele Fehler gemacht. Das gebe ich zu. Gib es zu. Aber gerade wegen dieser Fehler sage ich dir, dass du nicht dieselben machen sollst. Ach, bitte verzeih mir, wenn ich nicht den Rat des Mannes annehme, der die Welt schon vorher komplett versaut hat. Ich bin nicht mehr deine... Ich komme einfach wieder, wenn die fertig sind. Diese Leute brauchen dich, Clementine. So, wir sind von da hinten gekommen, ne? Wir sind einfach eben hier da hoch abgebogen. Genau, jetzt haben wir einmal den Kreis gemacht. Können wir hier nochmal reden? Suchst du nach McKay? Sieh dich vor, sie ist ein wenig launisch. Du findest sie drüben bei der Lagerhalle. McCabe. Voll die fette Lagerhalle. Ihr habt mir alles genommen. Du, Neville, Haskard. Das gesamte verdammte Projekt. Sie sind immer noch nicht fertig. Ich gehöre nicht hierher. Das habe ich nie. Und ich bin es leid, so zu tun. Sieh mal. Du hast heute viel durchgemacht. Du bist müde. Ruh dich aus. Du bist müde. Morgen wird sich alles besser anfühlen. Weißt du, wie ich... Weißt du, dass ich früher zu dir aufgeschaut habe? Die Art, wie du stark genug schienst, die Welt zu retten. Nur bin ich diejenige, die sie bereits gerettet hat. Und was genau hast du getan? Ich kann... Darüber reden wir später. Geh mir aus dem Weg. Boah, voll die Laberbacken, ne? So, erstmal quatschen wir die da unten an. Wer bist du denn? Warst du hier nicht der von eben? Der Hund immer hinterher. Warte, lass mal erstmal runtergehen. So, erstmal du Riggs. Hallo, gut zu sehen, dass du wohl auf bist. Was kann ich für dich tun? Ja, aber alle nennen mich Riggs.
Ich sorge dafür, dass die Leute da draußen sicher sind. Mein Spezialgebiet ist das Verbessern von Rüstung und Waffen. Okay. Wo wir gerade davon reden, Bo hat erwähnt, dass du etwas Hilfe gebrauchen könntest, um wieder auf die Beine zu kommen. Zögere nicht zu fragen, wenn du etwas benötigst. Wir helfen uns hier alle gegenseitig. Selbst McCabe. Babo sagte mir, dass ich zu dir gehen soll. Okay. Ich schätze, er hat nicht gesagt. Warum? Er meinte, du würdest in die Ohren voll jammern, wenn er es nicht täte. Er sagte nur, dass ich dich treffen soll. Nun gut. Ich habe meine Spezialisierungen. Ich denke, ich weiß, was er meint. Komm zu mir, wenn du deine Ausrüstung verbessern willst. Okay, manche Charaktere können dann Gegenstände aufwerten, wenn du ihnen die entsprechenden Materialien lieferst. Erhalte sie von besiegten Gegnern oder finde sie in der Welt. Es ist äußerst wichtig, deine Gegenstände aufzuwerten, um die immer schwieriger werdenden Gegner des Spiels besiegen zu können. Okay. Hier können wir das aufwerten, ne? Guck mal, das könnte man schon mal machen. Altmetall haben wir ein bisschen. Aber ich weiß nicht, ob wir jetzt bessere Waffen finden. Guck mal, der macht dann Schaden von 17 auf 18,7, ne? 4 Eisen, 4 haben wir. Also was? Was soll der Geiz? Wir sind jetzt hier und wir machen das jetzt mal. Zack. Und aufwerten. Ha! Siehst du? Da draußen gut auf dich auf. Direkt erstmal die Waffe gepimpt, Junge. du. Verdammt nochmal. Ach, die war doch vom ersten Teil. Die war doch immer mies drauf. Oder bist du von allein hierher gestolpert? Die war vom ersten Teil und die war immer so mies gelaunt und die hatte keinen Bock. Echt, die war immer voll frech. So, weiter. Valley hat mich geschickt. Er sagte, dass du mich mit meinen Reisen helfen könntest. Buch hat dich nicht erwähnt. Es war wohl ein Fehler, hier rüber zu laufen. Ich sollte wohl gehen. Komm, mach mal von oben nach unten. Das meinst du ernst, oder? Na gut. Also, was zur Hölle hat es mit dieser Reise auf sich? Ich weiß es nicht. Eins kann ich dir sagen. Wenn der Junge nicht verdammt nochmal ständig recht hätte, dann hätten er und ich einen verbalen Schlagabtausch. Gut. Nun, der einzige Grund, warum mich die Leute belästigen, ist, weil ich weiß, wie man mit einem Hammer umgeht. Also, entweder modifiziere ich deine Waffen damit, oder wir finden eine kreativere Verwendung. Ich sag dir was. Ich habe gehört, dass du vorhin etwas Seltsames bei deinem kleinen Ausflug aufgehoben hast. Vielleicht kann ich etwas damit anfangen. Okay, Ausrüstungs- und Mod-Herstellung. Meine Arbeit sind das Basteln und die Modifikation von Waffen und das ist schon mehr Info, als ich normalerweise teile. Verstanden? Die ist immer so voll mies gelaunt und irgendwie voll bad girl. Heilender Schuss. Ah, das kann man hier. Ein Waffenmod, ne? Schuss, Unterschütterung. Ziele 8 Meter, verursacht 150 Schaden. Siehste, Altmetallaufschuss, Feuercreme, Granate, eine Granate, ne? Mit Feuer versehene Munition, dadurch Fernschaden um 50% erhöht wird. Dauert 20 Sekunden, verursacht zu dem Brennen. Was 200 Feuerschaden innerhalb von 10 Sekunden verursacht. Erforderliche Mod-Energie 1250. Das gefällt mir irgendwie. Das gefällt mir. Brandmunition herstellen. Das machen wir einfach. Egal. Kaufen. Verkaufen. Herstellen. So, das sollte bei jeder Reise helfen, auf der er dich gesehen hat. Danke. Sag Wally einfach, dass er das nächste Mal konkreter sein soll, ja? Dann sind wir hier wohl fertig, richtig? Oder brauche ich meinen Hammer nochmal? Ich habe keine weiteren Fragen. Ich habe ein paar Fragen. Lass mich dir etwas Zeit sparen, damit du mich nicht weiter zulaberst. Ja, ja. Wir haben früher in dem Gebäude da drüben gewohnt. Dann kam ein Fremdling. Wir nannten diese Person den Wanderer. Du hast vielleicht bemerkt, dass jeder hier einen Decknamen bekommt. Wie dem auch sei, so wurde die Saat aufgehalten. Jetzt leben wir in den Gebäuden hier.
Ist das deutlich genug? Und ich? Ich halte mich kurz. Dann gibt's weniger Probleme. Okay, kannst du das für mich herstellen? Dann gehe ich. Okay, ich gehe einfach. Pass auf. Ist nicht persönlich. Ja, ist ich gut. Ich lass mich eben nicht gerne ablenken. Ich bin einfach am liebsten in meinem Element, weißt du? Ärgert mich einfach, wenn Leute vorbeikommen und meine Zeit für mich unterbrechen. Alles klar. Aber ich sag dir was. Du bist eindeutig nicht der durchschnittliche Streuner, der hier sonst so auftaucht. Danke, also, danke. Ich mach dir einen Vorschlag. Du findest etwas Interessantes da draußen, bringst es zu mir und ich werde sehen, ob ich es als Mod für deine Waffen verwenden kann, okay? Okay. Siehst du, das war doch nicht so schwer. Ich bereue das alles jetzt schon. Brauchst du nicht. Alles gut. So. Puh, so. Jetzt bleibt nur noch einer, der Ford. Der war jetzt oben. Der war ja auch aus dem ersten Teil. Der Ford. Da ist er. Oh, er ist ein bisschen gealtert. Oh, wen haben wir denn da? Ah, der Fremdling. Der Fremdling. Natürlich. Wallace sagte, ja, genau zum richtigen Zeitpunkt. Es tut mir leid, dass du das sehen musstest. Aber du kennst das sicher. Familien streiten sich. Andrew Ford. Gut, deine Bekanntschaft zu machen. Ach du Scheiße, es stimmt also. Ich glaube, mein Ruf eilt mir voraus. Ich habe Geschichten gehört unterwegs. Ich dachte, du wärst nie eine Lagervorgeschichte. Aber wie sie sagen, du seist 100 Jahre alt. Ich bin mir sicher, dass du viele Fragen hast. Und ich muss dich um einen Gefallen bitten. Also los, du zuerst. Wenn du wirklich da fort bist, der diesen Ort erbaut hat, wie kannst du dann noch leben? Das ist eine zu lange Geschichte, als dass ich sie jetzt erzählen möchte. Na. Bleiben wir bei der Sache. Weißt du, wie einige Dinge, die man trinkt, betrunken machen? Und einige Dinge, die man isst, krank und schläfrig? Nun, wiederum andere Dinge tun dies. Es ist eine große Welt da draußen. Komm ich etwas ab? Das ist nicht meine Art. Und du solltest vorsichtig sein, was du dir wünschst, Fremdling. Du hast mich erwartet? Nicht unbedingt dich persönlich. Aber ich wusste, dass jemand kommen würde. Wie? Der junge Wallace hat es mir erzählt. Woher sollte Wallace das wissen? Wallace? Er ist ein besonderer Junge. Ähnlich wie jemand, den ich früher kannte. Sie hatte auch schlimme Träume. Träume über Dinge, die noch nicht geschehen waren. Er kann die Zukunft sehen? Bei ihm ist es eher so, dass er sehr weit in die Gegenwart sehen kann. Manchmal. Und was für ein Gefangen geht es? Ach, nichts Gefährliches. Ich muss meine Ressourcen sammeln und dann werden wir uns ernsthaft damit befassen. Ich würde gerne mehr über die Leute erfahren, die hier mal leben. Mal sehen, ob ich dich auf den neuesten Stand bringen kann. Warum hast du dich mit Clem hingestritten? Eine Diskussion ist nicht dasselbe wie ein Streit. Clem und ich kennen einander bereits länger als die anderen hier. Das ist doch alles bereits Schnee von gestern. Sie kann nicht älter sein als, was, 19? Ihre Fähigkeit tut sie ihr weh. Lass mich dich etwas fragen. Okay, ihr Aussehen täuscht. Tatsächlich ist sie 132 Jahre alt. Alter, ey. Hat sie gemacht, was du gemacht hast? Nicht wirklich. Clementine war lange Zeit weg. Hat sich mit seltsamen Leuten abgegeben. So etwas kann einen verändern. Wo kommt mir etwas jung vor, um Bürgermeister zu sein? Im Vergleich zu wem? Bo mag jung sein, aber er weiß, wie man eine Station leitet. Er hat von den Besten gelernt. Er war nur ein Waisenkind. Station 13 hat ihn adoptiert. Als er alt genug war, wurde er der Sicherheitschef. Er leistete verdammt gute Arbeit. Es ergab Sinn, ihm die Leitung zu übertragen, als wir hier anfingen. Okay, okay.
Ist Riggs wirklich so nett, wie er sich gibt? Ich glaube, es gibt niemanden in der Stadt, der so viel verloren hat wie Riggs. Ich weiß nicht, wie dieser Mann es jeden Tag aus dem Bett schafft. Aber er tut es. Und wir sind verdammt dankbar dafür. Okay, ich habe noch andere Fragen. Du benötigst Informationen, was? Das war's erstmal. Hey, Fremdling, du siehst aus wie jemand, der eine Reise plant. Aha. Um ehrlich zu sein, suche ich nach genau so einer Person. Ich habe da unten in der alten Station noch etwas zu erledigen und hatte gehofft, du könntest mir dabei helfen. Sprich zuerst mit Riggs. Hol dir ein paar Waffen und triff mich anschließend beim Eingang zur Station. Dann reden wir weiter. Okay, dann reden wir weiter. Geht's hier noch irgendwo weiter? Vielleicht? Ja, da geht's wieder raus, da geht's rein. Okay. Zack, voller super Move. Und hier nochmal ein Move. Und da nochmal ein Sprung. Wie geht's? Was brauchst du? Warte, hier können wir nichts machen. Wieso zeigt er mir jetzt wieder den Ford? Ich sollte mal mit Riggs sprechen. Ich gehe nochmal zum Ford. Hey, Ford. Jetzt haut er ab. Komm mal her. Station 13. Der Riggs war doch dieser Händler. Der hat mir doch die Waffen schon gegeben. War doch so tot. Der hier war doch so. Du siehst aus, als könntest du etwas Schusstraining gebrauchen. Denke daran, die Entscheidungen, die du da draußen fällst, können dich später heimsuchen. Ja. Okay. Ich geh mal dem Ford hinterher. Jetzt siehst du aus wie jemand, der einem alten Mann dabei helfen könnte, sich in der Welt aufzunehmen. Bist du bereit dafür? Wir können los, ne? Ich denke schon. Wir haben jetzt alle uns mal angeguckt. Da haben wir ein bisschen Waffen. Da haben wir die ganzen Händler jetzt mal kennengelernt. Gehen einfach los, ne? Oder? Komm, wir machen hier eine Pause und gehen dann los. So machen wir das. Danke und bis gleich. Ciao, ciao.